So, da sind wir also jetzt endlich beim letzten Teil unserer Führung durch das neue, verbesserte Neptuns Dank. Irgendwie will ich immer noch Karabatarana sagen. Ja, wir haben uns ja letztes Mal angeguckt, das Gericht, den Goldschmied und den Juwelier. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil hier, zur Wache. Ah, hier haben wir nochmal das Gericht. Hier haben wir einmal den Kommandanten der Stadtwache, der hat hier sein eigenes Haus und ja, hier unten Wohn-Essbereich oder sein Arbeitszimmer. Na, und dann oben, zack, 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 wieder die Privaträume. Hier, da der Bereich, ganz klassisch ausgestattet, na, Bett dabei und schönes Bild an der Wand, na, Kämpfe aus vergangenen Zeiten. Dann haben wir hier noch den Dachboden. Zack, da können wir rauf. Der ist leer, aber immerhin ausgeleuchtet. Na, dann weiß ich nicht, was man hier vielleicht noch machen könnte. Auf jeden Fall hat man hier nochmal einen schönen Blick über Neptunsdank. Na, sieht hier die gebrochene Trommel, der Tempel der geringen Götter. Da hinten dann der Leuchtturm von Servas, das Mietshaus, das Rathaus bzw. das Bürgermeisteramt und so weiter. Na. Zack, dann hier wieder runter und zack, hier raus. Zack, 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 zack. So, dann. Ja, okay. Geht's hier weiter? Hier haben wir also die Stadtwache, den Diensteingang nur für Wächter und Begleitung. Da dürfen wir jetzt also rein. Na, der Wächter, der steht hinter uns und passt auf uns auf. Na, ihr seht, er steht hinter uns. Schon wieder steht er hinter uns, der dreht sich immer mit. So, dann haben wir hier unten also das Quartier der Wache, hier die Bereitschaftsräume für die Unteroffiziere, gleich Schreibstube dabei, eine Pritsche, dass sie sich hinhauen können in der Nachtschicht. Dann hier nochmal für zwei Unteroffiziere das Ganze eingerichtet und hier eben den Mannschaftsraum, wo die Leute doch, ja, die Zeit verbringen können. Gespückt natürlich mit Bildern, mit Büchern, Kürbislaternen, ne, dabei. Dann haben wir hier auch noch mal Kochecke. Ne. Dann geht's hier raus in die Büros, wo wir schon waren. Ah, Boom. das war jetzt ein unzufriedener Bürger. Den werden wir jetzt erstmal befrieden. Erstaunlich, wie ist denn der hier reingekommen? Ist doch alles ausgeleuchtet. Na egal. Ja, ihr seht, das Leben hier ist riskant, auch als Wächter, auch in der Wache. No. So, nur für Wächter, dann haben wir hier noch. Wie kommt man denn da ran? Ach, ja. Genau, ne? Hier haben wir noch so eine kleine Terrasse, wo die Wächter doch mal ausspannen und sich ein bisschen ausruhen können, wenn sie denn mal Ruhe haben. So, und dann zack, 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 zack. Geht's hier auch, na, ich muss mal wieder. Hab mal wieder vergessen, den Timer zu starten. Egal. So, hier geht's dann noch weiter. Zur Stadtwache gehört natürlich auch ein Zellentrakt. Na, hier unten haben wir also den Wärter. Hier, die Klappe gehört zu, Junge. Wie gehört sich das? So, dann haben wir hier die einzelnen Zellen natürlich karg eingerichtet, wo die Häftlinge also ihre Strafe absitzen. Na, wer vor Gericht muss, der kommt natürlich, wird natürlich im Gericht untergebracht in den Zellen für Untersuchungshäftlinge. Und hier haben wir die Ausnüchterungszellen. Jawohl. Na, vergittert, dass man da also reingucken kann. Ja, jetzt mit Pritschen einfach, dass sich die Leute hier ihren Rausch ausschlafen können, wenn sie sich im Fuchsbau zu sehr amüsiert haben oder in der gebrochenen Trommel. Na, vier Ausnüchterungszellen haben wir hier. Da können also jede Menge Leute ihren Rausch ausschlafen. Hier ist man also auf alles vorbereitet. Na, so. Das war hier also der Zellentrakt und dann geht's hier noch hoch in einen Turm.
Den werden wir jetzt auch besteigen. Der ist hier aus Holz. Okay. Hat natürlich auch immer wieder mal einen schönen Ausblick hier auf die Stadt und auf den Hafen. So. Dann haben wir hier oben, zack, so ein ja, Aufenthaltsbereich. Kleine Bank hier dabei. Ne, ein paar Bilder an den Wänden. Und dann oben, zack, Klappe auf und raus. Na, hier kann man, hat man also richtig den Überblick, kann weit ins Land hinaus spähen und sehen, was da kommt oder nicht kommt, wo was los ist, wo sich jemand daneben benimmt. Na, haben wir hier, Big Brother is watching you. Hat man hier richtig schön den Überblick, na, falls von irgendwoher barbarische Angreifer kommen sollten. Ach ja, und dann haben wir da hinten noch die Hütte. Haha, die hätte ich auch noch fast vergessen. Müssen wir auch noch zeigen. Na, hier oben auch nochmal schön alles beleuchtet. Ja, damit nicht nur der Turm von weitem zu sehen ist. Da ist eine Markierung, da hinten ist der Zellentrakt zu Ende. Die hat mir Obi-Wan dahin gebaut, damit ich das also passend einfügen kann. Und ja, dann werden wir hier doch einfach mal wieder runter. Zack. Und genau, das eine Haus da hinten werden wir uns noch anschauen. Zack, 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 zack. Komm hier, hier. Jo, ne? Hier kann man doch als Wächter. Ich meine, der Job ist anstrengend genug. Na, da soll man es hier in der Freizeit doch ein bisschen angenehm haben. Und ja, jetzt kommen wir also zum letzten Gebäude. Ja, hier führt ja auch tatsächlich der Weg lang. Zum letzten Gebäude von Neptuns Dank, was auch wieder einer besonderen Bewohnerin gehört, nämlich die Hütte von Esmeralda Wetterwachs. Na, auch eine Hexe aus den Scheibenweltromanen wie Nanny Ock. Und damit schließt sich dann also auch der Kreis. Ne? In der ersten Folge hatten wir die Hütte von Nanny Ock, der Hexe von der Scheibenwelt. Jetzt haben wir hier die Hexenhütte von Esmeralda Wetterwachs, die man natürlich nicht von vorne durch den Haupteingang betritt, sondern Hexenhütten immer durch die Hintertür. Da sind Hexen drauf eingestellt, ne, durch die Vordertür. Da kommt nur Unheil, so wie Steuereintreiber und so eine Späße. Ja, haben wir hier hinten also gleich die Küche. Dann geht's hier hoch. Zack, zack, zack. Das Schlafzimmer, alles ganz klein. Und ja, ich binne nicht tot, das Schild von Oma Wetterwachs, wenn sie nämlich wieder einmal borgt, den Geist von Tieren, zum Beispiel mit einem Vogel durch die Luft fliegt und, oder was weiß ich, ein Hasen oder Reh die Welt durch deren Augen betrachtet, dann liegt sie also hier und hält dieses Schild in der Hand, damit die Leute wissen, dass sie eben nicht tot ist, sondern Geist unterwegs ist. Ja, kein Wunder, dass die Alte über alles Bescheid weiß. Ja. Dann haben wir hier na, quasi so das Wohnzimmer, Kamin, ja, da steht jetzt mal eine Fackel drin. Ich habe da jetzt nichts extra angezündet, aber ja. Und verlassen können wir die Hütte natürlich durch die Vordertür. Das ist schon so in Ordnung. Ja, das war's dann. Hier mit der Führung durch Neptuns Dank. Jetzt haben wir alles gesehen. Und ja, ganz dickes Danke an Obi-Wan Kenobi, der hier das alles gebaut hat. Ich bin hier nur noch zum Schluss durch und habe ein bisschen dekoriert und ein paar Fackeln gesetzt und so weiter. Ja, aber gebaut und so ausgeknobelt, die ganzen Gebäude und Pipapo, das ist also alles auf seinem Mist gewachsen. Dickes Danke dafür. Halt auch hier so die Ideen mit dem Richtblock und dem Galgen und so weiter. Das ganz toll gemacht. Und ja, na, irgendwie werde ich hier halt noch die Minecart-Station unterbringen, dass dann eben nicht nur die Minecart-Strecke von Karabatabana hier rüber führt, sondern auch endlich der Anschluss vom Creeper Memorial hierhin erfolgt. Da, dann müssen wir noch zusehen, dass wir da den Hafen eisfrei bekommen. Und es wird schon wieder dunkel. Was ist der? Den Krempel wollte ich ja im Lagerhaus abstellen. So, hier klettern wir mal aufs Dach. Also ich habe auch die Dächer hier
noch möglichst beleuchtet, damit hier eben möglichst wenig Monster spawnen in der Nacht, die jetzt hereinbricht. Ja, also einiges ist hier noch zu tun, wie gesagt, dass ich die Häfen also eisfrei kriege und so weiter. Aber ich denke mal, in Zukunft wird dann auch hier der Bereich dann so das Zentrallager in meiner Welt sein, wo ich dann mir alles hole, wenn ich irgendwo ein großes Bauprojekt habe. Deswegen ist es halt auch so wichtig, dass das hier an die Minecart-Strecken angeschlossen wird. Das wird also noch die nächsten Folgen so in Anspruch nehmen. Ja, ich habe jetzt diese 6 Folgen, waren es jetzt insgesamt, einfach mal hintereinander weg aufgezeichnet. Bin also, nicht auf dem Laufenden, beziehungsweise wenn ihr diese Folge seht, dann sind das schon 6 Tage. Ich meine, wir haben jetzt Mittwochabend. Ich habe eine Folge, die heute Abend hochgeladen wird, die ihr also dann Freitag seht. Dann haben wir Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag nächste Woche seht ihr also dann hier diese Folge. Habe ich hier mir also mal eine Woche Vorlauf verschafft. Die Zeit werde ich natürlich nutzen, hier weiterzubauen am Berberdorf und eventuell auch sogar schon die Korvette in Angriff zu nehmen oder am Kloster von Oidong weiterzubauen, vielleicht auch hier die Minecart-Strecken anzufangen. Es ist ja mehr als genug noch auf der Liste. Und was ganz wichtig ist und wird langsam, die Zeitraffer. Videos, dass ich also mal für die Leute, die später dazugekommen sind, das sind ja doch sehr viele meiner Abonnenten, ne? In der 50. Folge hatte ich immer noch nur 30 Abonnenten, mittlerweile steuere ich ja auf die 700 zu, vielleicht sogar schon, habe ich die sogar schon, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird. Schauen wir mal, wie das läuft. Die Zeitraffer-Videos, wo ich halt eben nochmal komprimiert so die Ereignisse aus den ersten 100 Folgen zusammenfasse, da ja habe ich mir auch noch einiges vorgenommen. Da werde ich auch nochmal ausführlich erzählen, wie das bei mir alles angefangen hat. Das wird auch noch wichtig werden für ja Leute, die selber vielleicht mit dem Let's Play starten wollen, weil ich da halt auch darüber sprechen werde, was mir so alles durch den Kopf gegangen ist, was ich mir für Gedanken gemacht habe, warum ich das so mache, wie ich es hier jetzt mache, so eine Sachen alles. Das werde ich da alles auch noch drin ansprechen und natürlich immer einen Überblick geben, was da jeweils in den alten Folgen passiert ist, so die Höhepunkte zusammenfassen, dass er also, wenn er diese Zeitraffer-Folgen dann gesehen hat, dass er da dann auch immer auf dem aktuellen Stand seid und dann hier schnell auch aufschließen könnt. Na, weil ich ja doch mal an der einen oder anderen Stelle immer mal sage, hier, da waren wir ganz früher mal und so, und dann sollt ihr schon wissen, wovon da die Rede ist. Tja, das war soweit mit Neptuns Dank, wie gesagt. Ganz dickes Danke nochmal an Obi-Wan Kenobi, der das Ganze hier gebaut hat. Wie gesagt, ich bin hier nur noch einmal durchgerannt, hab ein paar Fackeln und Bilder verteilt und ein bisschen dekoriert. Aber sonst, das ist also da alles auf seinem Mist gewachsen. Großartige Arbeit. Dickes Danke dafür. Ja. Und womit es dann beim nächsten Mal in einer Woche, wenn ich diese Folge gerade aufnehme, dann weitergehen wird, weiß ich noch gar nicht. Das werde ich alles in der Woche sehen. Und wir sehen uns dann ja auf jeden Fall hoffentlich alle wieder. Bis dahin, adieu mit Ö.